Ja, herzlich willkommen wieder bei Bull Moon Finanz. Mein Name ist Patrick, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute gibt es mal ein Update nochmal zu Octobit. Wir sind ja dabei mit einer Telegram-Gruppe und ja, viele sind wirklich schon über meinen Link reingegangen, viele sind auch dabei. Große Auszahlungen sind passiert, das habe ich euch schon mitgeteilt, sowohl auch in der Telegram-Gruppe. Der Octobit läuft als Information nochmal seit Anfang des Jahres, also ungefähr seit 7 Monaten. NinaTraderBot, auch Telegram-Bot mit 3 verschiedenen Strategien. Der läuft schon seit gutem Jahr, seit letztem Jahr Juli, sage ich jetzt mal, soweit meine Informationen sind. Und ja, also die laufen bis jetzt top. Bei NinaBot werde ich so machen, ich werde gucken, dass ich halt $20 habe oder so. Ab $20 kann man da auszahlen. Und dann würde ich da meine erste Auszahlung testen, euch das dann auch präsentieren, ob die Auszahlungen funktionieren oder auch nicht funktionieren. Aber ich bin in einer guten Hoffnung, weil es wird sehr viel gepostet in der Community natürlich von NinaTrader. Ja, dass die Auszahlungen ohne Probleme funktionieren. Wie gesagt, bei Octobits habe ich ja $500 ausbezahlt. Einer aus der Community hat sogar 2000 ausbezahlt, ist auch angekommen. Also wir rocken das Ganze auch einmal komplett durch. Genau, also dieselbe Technik gibt es dann natürlich auch direkt auf dem Dashboard. Kann ich euch auch nochmal zeigen, ist auch online hier bei mir. Natürlich nicht mit riesengroßen, fetten Renditen hier pro Tag 3% oder so. Hier ist es definitiv dasselbe Rhythmus fast, auch mit so einem kleinen Halfbot mit Kaufen und Verkaufen. Minus-Trades werden dann auf den nächsten Tag auf 0 gesetzt. Also Minus bekommt ihr halt nicht. Es wird dann gewartet, bis man halt wieder am Plus ist. Dann bekommt ihr wieder natürlich Gewinne gut geschrieben und das funktioniert wunderbar. Also das ist jetzt mein eigener Account. Ich habe mir selbst einen erstellt. Ich habe selbst was eingezahlt. Viele sind ja auch hier schon dabei, weil ich habe ja noch andere Communities. Am Wochenende wird nicht getradet, da ist auch keiner da oder so. Es wird auch nicht gemanagt, da sind die Bots dann deaktiviert. Von daher kriegen wir Samstag und Sonntag keine Gewinne. Freitag die Gewinne werden am Montag gut geschrieben, weil das System dann offline geht. Und Montag früh um 1 Uhr wird es dann online gesetzt. Und ja, dann wird dann jeder an seiner bestimmten Uhrzeit, wer dann einen Plan geöffnet hat, also einmal diese Uhrzeit beachten, weil danach geht es. Hier oben steht jetzt 0, das heißt, am Wochenende ist es immer 0. In der Woche ändert sich genau diese Zahl immer wieder. Am Tag, vielleicht in der Stunde, wenn halt große Schwankungen sind, da wird die KI kaufen und verkaufen nach Analysen. Und das ist halt ein hohes Risiko und das soll man auch mit beachten. Also hier ist fast dieselbe Technik wie bei den Telegram-Bots. Hier ist natürlich das Einzige, was ich hier gut finde, was ich mit eingebaut habe, was mir halt bei den Telegram-Bots definitiv fehlt. Weil wir sehen, wir sind hier drinnen, wir haben aber keine History. Was mache ich so am Tag an reinen Take-Profit? Was habe ich raus? Und, und. Jeder muss eine Excel-Tabelle erstellen und das ist natürlich ein wenig schwierig und da habe ich mir halt Gedanken gemacht, gut, dieselbe Technik, fast dieselbe Technik, sage ich jetzt, ne, haben wir dann mitgenommen. Es hat ein hohes Risiko. Dieses hohes Risiko kann natürlich zu einem Totalverlust führen, aber wie gesagt, wir halten hier auch keine Gelder. Ihr müsst da definitiv auch die AGBs lesen und die FAQs lesen. Ja, hier hätten wir jetzt seit 0,65 an reinen Take-Profit, was aber voll in Ordnung ist. So lange bin ich jetzt hier auch nicht dabei, also so lange habe ich hier noch nicht rein investiert. Und ja, funktioniert auch, aber das Besondere, man hat hier wirklich eine History. Was habe ich an diesem Tag bekommen? Hier 21 Cent, 35 Cent, okay, hier war es mal weniger, weil es ein bisschen schlecht gelaufen ist. Und ja, hier habe ich definitiv für diesen Plan, für meinen Zeitraum, für diesen 2 Monaten, jedenfalls meine Transaktionshistory. Und genau diese History fehlt mir bei den Bots, sozusagen. Erstmal bei den Octobit-Bot fehlt mir diese History, bei Ninja-Bot fehlt mir auch die History. Und daher habe ich mir entschieden, gut, wir könnten halt dieselbe Technik nutzen. Ich habe es ja auch genutzt. Und ja, Problem wirklich ist es ein fettes Risiko. Man kann auch alles verlieren. Genau, aber hier in diesem Video soll es definitiv um den Octobit-Bot gehen. Es war jetzt halt nur mal so eine grobe Information, um was es jetzt hier geht, was hier möglich ist an passives Einkommen. Aber wie gesagt, hohes Risiko. Ich bin kein Anlageberater oder sonst irgendwas. Ihr müsst euch selbst entscheiden, ob ihr investiert oder nicht. Es sind meine Erfahrungen.
Ich sage meine Ergebnisse und ihr sollt selbst entscheiden, wo ihr mitmacht. Ihr findet sozusagen hier den Link zum Bot. In der Telegram-Gruppe findet ihr nur die Links zu meiner Webseite, zu dieser hier. Oder natürlich auf die Com-Adresse, wo natürlich das Dashboard ist. Man kann sich auch direkt hier oben auf Dashboard-Login klicken, dann kommt man auch dorthin. Aber wie gesagt, hier definitiv den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, landet ihr direkt auf dieser Webseite zum Bot. Und dann könnt ihr auch loslegen. Aber wie gesagt, es ist kein Muss, es sind hier nur meine Erfahrungen und ich teile diese Erfahrungen nur. Wie sieht es aber jetzt aktuell aus? Ich habe ja aktuell ja mein Geld ausbezahlt. Wir sehen, wir haben auch Minus-Trades, wir haben schlechte Tage, wir haben gute Tage gehabt. Und ich zoome mal ein bisschen näher ran, dass ihr mehr sehen könnt. Ich habe ja rein theoretisch jetzt am 25., also ich markiere es mal richtig, hier am 25.07. habe ich 500 US-Dollar ausbezahlt. Ich wollte das Ganze jetzt wirklich testen. Einer aus der Community hat ja die 2000 ausbezahlt und ich dachte, gut, okay, wir haben ja rein theoretisch unser Ziel erreicht. Wir sind ja längst schon drüber. Nur also ab 1000 Dollar wollte ich es ausbezahlen. Aber ich dachte, nein, gut, wir zahlen jetzt aus, dass wir auch hier Live-Daten haben, dass wir das wirklich protokollieren können, dass ich das euch zeigen kann, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Die Aussendung hat funktioniert. Ich habe das Ganze auch in der Telegram-Gruppe gepostet. Ich kann es euch auch, glaube ich, nochmal zeigen. Dann gehen wir nochmal in die Telegram-Gruppe, dann scroll ich mal weiter hoch. Hier habe ich die Auszahlung einmal gepostet, dass ich 500 Dollar ausbezahlt habe. Und hier habe ich nochmal gepostet, dass die 500 Dollar auch angekommen sind. Also wie gesagt, ich teile meine Ergebnisse und meine Erfahrungen auch in der Telegram-Gruppe. Und ja, jetzt sieht man natürlich, ich habe 500 Euro ausbezahlt. Und jetzt fragt man sich, warum habe ich denn hier einen Minusbetrag, wo bei minus 34,75 ist. 500 Dollar bekommt ihr, ja, definitiv ausbezahlt und diese Gebühren, diese 10% Auszahlungsgebühr geht natürlich von dem Guthaben ab, was natürlich noch drauf ist auf dem Bot. Und da gehen nochmal knapp 35 Dollar ab, das stehen normalerweise 10% und laut meiner Berechnung sind das 7,72%, was nur abgezogen werden, also ist sogar weniger, was angegeben wird, was ich richtig cool finde, also es wird nicht keine ganze 10% entnommen. So, habe ich jetzt hier mal das Ergebnis vom 26. eingegeben und hier haben wir rein theoretisch 17,71 Dollar gemacht, also 4,26%. Also wir haben wieder Fahrt aufgenommen. Durch die Auszahlung, durch diese minus 10%, sage ich jetzt mal, über 7,72%, haben wir aktuell einen Minusstand. Also wir haben jetzt minus 77 US-Dollar-Cent und ja, rein theoretisch schätze ich mal, dass wir hier bis zum 31.07. wieder einen Profit fahren. Ich sag mal so, ich bin break-even. Ich werde das Ganze jetzt laufen lassen. Ich werde meine Tabelle ein wenig größer machen. Ich werde es erweitern. Und ja, ich werde definitiv weiter euch die Updates, meine Erfahrungen weitergeben. Ich bin gespannt, wie lange dieser Bot hält. Ich hoffe, dass dieser Bot genauso lange hält. Ich habe noch einen, da bin ich schon länger investiert. Ich habe noch keine Zeit gefunden, euch das zu präsentieren. Aber der läuft schon gute 3 Jahre. Und ich sage mal so, Telegram-Bots müssen nicht unbedingt schlecht sein. Es müssen nicht unbedingt Scams sein. Aber wie ihr seht, es funktioniert. Ich bin rein theoretisch raus. Ich bin break-even mit einem Gewinn. Der Kollege aus der Community ist auch break-even mit einem kleinen Gewinn. Und jetzt rein theoretisch, was jetzt bei mir auf der Telegram-Bot drauf ist, sind dann meine reinen Gewinne. Ich habe mein Investment rausgezogen. Und das bedeutet in dieser Hinsicht, ich brauche jetzt keine Angst haben, ob das jetzt auf einen Scam läuft. Aber ich bin im guten Gewissen, wenn das jetzt gut läuft, ich bin in den nächsten 1-2 Monaten, habe ich denselben Stand. Das heißt, spätestens nächsten Monat habe ich knapp wieder, Pi mal Daumen, vielleicht meine 1000 Dollar raus. Pi mal Daumen, vielleicht. Und ja, ich bin gespannt. Ich lasse es mal laufen, wo wir am Ende rauskommen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dieses Update, kannst du gerne ein Like da lassen. Wie gesagt, unten sind auch die AGBs und die FAQs mit Disclaimer. Auch da bitte lesen, weil das ist auch sehr, sehr wichtig, was zu diesem Kanal auch dazugehört. Auch die Webseite, die deutsche von mir, die DR-Adresse, auch sehr wichtig. Es ist alles eins, sage ich jetzt mal. Und somit kommen keine Fragen mehr auf. Und ja,
auch keine Diskussion mehr. Also von daher habe ich jetzt Richtlinien, AGBs und alles Mögliche zu meinem Kanal auch dazugelegt. Genau, am Ende, wie gesagt, ich bin kein Anwalt, auch kein Steuerberater. Alles, was ich hier teile, sind meine Erfahrungen, meine Ergebnisse. Jeder soll selbst entscheiden, ob er mitmacht oder nicht mitmacht, weil alles ist ein hohes Risiko, egal in welche Richtung. Ja, das ist ein Update jetzt hierzu und ein Update zum NinjaTrader. Wie gesagt, da habe ich jetzt noch keine Tabelle gemacht, aber auch hier gibt es eine Community. Hier sind meine Ergebnisse. Ich habe aktuell 15,19 Dollar gemacht. Aber wie gesagt, ich bin in allen drei Plänen drin. Hier werde ich gucken, dass ich vielleicht nochmal jeden Plan nochmal kurz auflade, dass jeder Plan mal 100 Dollar vielleicht drin hat. Und dann werde ich schauen, dass man hier nochmal ein bisschen mehr Gas gibt und dass wir hier auch nochmal recht gutes passives Geld verdienen können. Wie gesagt, auch hierzu, zu den NinjaTrader, findet ihr in der Telegram-Gruppe bei mir sozusagen auch nochmal die Ergebnisse. Oder wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch die Fragen stellen. Und den Link dazu findet ihr natürlich auf der Webseite. Hier ist auch nochmal hier zum Bot. Wie gesagt, es ist kein Bot von mir oder sonst irgendwas. Meldet euch in den Communities von den Herstellern, wenn da größere Fragen sind, technische Fragen, weil die kann ich nicht beantworten. Da bin ich definitiv auch komplett raus. Ja, wie gesagt, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und ja, wir sehen uns bestimmt im nächsten Video dann wieder. Oder spätestens auch in der Telegram-Gruppe. Jetzt sage ich bis bald und bye bye.